Hallo, meine Lieben. Da aktuell wieder sehr viele eigene tiefe Themen, Energien und Wunden angetriggert werden, habe ich mir gedacht, machen wir doch mal wieder so ein hübsches Schattenorakel. Ja, also ich meine, ich krieg's ja selber mit und dementsprechend die ganzen Nachrichten in der letzten Zeit, in den letzten 2 Wochen, die mich erreicht haben. Ja, was ihr da so für Geschichten und Stories schreibt und dieses emotionale Auf und Ab, die Achterbahnfahrt der Gefühle, diese ganzen Visionen, diese fast unüberwindbare Müdigkeit, die sich aktuell wieder überall durchzieht. Ja, habe ich mir gedacht, gucken wir doch einfach mal, warum, wieso, weshalb. Stalken wir doch mal in unseren eigenen Gängen. Mal wieder, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Gut, meine Lieben, holen wir uns die Energien ab. Über gewisse Dinge wissen wir sicherlich Bescheid. Bescheid wissen heißt aber nicht immer gleich, etwas dagegen oder dafür zu unternehmen. Und natürlich gibt es aber auch wiederum gewisse Dinge, so blinde Flecke, die wir, hey Cookie, die wir nicht sehen können, nicht erkennen können. Oder vielleicht, man kann es erahnen, aber man weiß nicht so genau, wie packe ich das jetzt an? Was kann ich hierbei am besten tun? Ich habe es noch nicht gesehen, aber es zeigt sich hier auch gleich wieder. Das Intuitive, der Ruf aus dem Inneren, dass etwas nicht passt, dass etwas verändert werden möchte, dass ein gewisses Wissen, das sich offenbart, das aber jetzt vielleicht noch nicht zugeordnet werden kann oder dergleichen. Ich gebe natürlich wieder meine Impulse zu den einzelnen Karten ab und dann schauen wir, was sich im Gesamtbild noch zeigt. Dinge, die man erkennt. Es ist total creepy. Nehmen wir die gleich noch. Ja. SOS, SOS. Ja, bei einigen ist es gerade extrem stark oder sind diese Energien extrem stark? Der Hilferuf ist extrem groß. Jetzt bin ich gerade wieder davon abgekommen, was ich sagen wollte eigentlich. Okay, lass mich kurz überlegen. Ach so, genau. Ihr Lieben, ich finde die aktuelle Zeit gerade wieder in dem Sinne so freaky und so creepy, also so nehme ich es wahr, weil nämlich die Visionen dazu, ich kann es gar nicht erklären, okay, pass auf, das ist wie in einem Science-Fiction-Film, okay? Momentan geht es mir so, ich bin wach, also so wie jetzt, ja, normaler menschlicher Zustand. Und irgendein Teil von mir schweift aber komplett ab, auf eine komplett andere Ebene. Kann ich nicht wirklich zuordnen oder kann ich nicht immer zuordnen? Und manchmal kann ich auch mit den Botschaften oder mit den Aussagen, mit den Energien absolut nichts anfangen. Dann haben wir noch die Traumwelt, wenn ich schlafe. Also erstens mal schlafe ich zurzeit wieder absolut bescheiden, ja. Aber wenn ich dann schlafe, dann bin ich auch wieder irgendwo oder verschiedene Teile von mir sind dann irgendwo in verschiedenen Welten, in verschiedenen Paralleluniversen, Parallelleben oder sonst irgendwas. Ich weiß, es ist real, aber nicht real auf meiner Ebene, also auf dieser menschlichen Ebene, wo ich hier gerade sitze und YouTube-Videos aufnehme. Und das ist dieses Freakige daran, es scheint so, als würden sich die verschiedenen Parallelebenen vermischen. Und ja, zwischendurch macht mich das echt gaga, muss ich so sagen. Ja? Und ich weiß ja auch von einigen, mit denen ich in Kontakt bin, von euch, dass es genauso wahrgenommen wird. Und natürlich erreichen mich auch Fragen, so, hey,
ich habe da so diesen Traum gehabt und ich weiß ganz genau, das ist ein anderes Leben von mir oder ein anderer Teil von mir oder whatever. Ich weiß aber nicht, was ich damit anfangen kann. Und es stellen sich oder es tun sich gerade so viele Fragezeichen auf. Was verändert sich gerade so dramatisch, so gravierend, dass wir mit dem Verstand wieder mal nicht mitkommen? Ich meine, ja, natürlich, ich sage immer, das hat mit dem Verstand auch null zu tun. Ja, ich meine, wir checken das nur über die Intuition, aber trotzdem haben wir hier in unserem menschlichen Ich den Verstand, der dies auch irgendwo einordnen möchte. Spiritualität hin oder her, wir sind ja trotzdem dennoch Mensch. So, holen wir uns Energien ab. Also, nochmal kurz zurück zur SOS-Karte. Ja, wir haben hier wirklich innerhalb dieser Energien, innerhalb dieser Zeitqualität wirklich sehr dringende Situationen, dringende Energien, Themen, Fälle auch von verschiedenen Menschen, die einfach jetzt an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr weiter wissen. Also gerade dann, wenn diese Form von Transformation neu ist für einen. Ja? Also ich meine, wenn man das jetzt schon öfter mal durchlebt hat, okay, drei Karten nehmen wir gleich mit, wenn man dies schon öfter durchlebt hat, diese Reset-Situationen, diese das Wegbrechen des Fundaments, ja, wenn die Welt über einem zusammenbricht, man wächst ja an seinen Erfahrungen, man lernt immer dazu und man weiß dann auch so, ah, okay, das ist jetzt wieder diese Situation, alles klar, ich nehme mich erstmal zurück, tanke ein bisschen Kraft und dann stelle ich mich diesen Themen. Wenn es aber jetzt neu ist für jemanden, neu in dieser Thematik bezüglich dieser Hardcore-Transformation, bezüglich dieses Reset-Knopfes, ich sage es euch ganz ehrlich, ihr Lieben, ihr müsst nicht versuchen, da alleine durchzugraben, ja, so in dieser Maulwurfhöhle, wo einfach alles von Dunkelheit umgeben ist. Ja, wenn ihr irgendwo dieses Selbstvertrauen habt, dass ihr da durchkommt, no problem, macht es. Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, holt euch jederzeit Unterstützung. Es gibt so viele Menschen da draußen, die einfach in der Lage sind, einen auch an der Hand zu nehmen und zu sagen, okay, pass auf, wir gehen das jetzt durch, Baustelle für Baustelle, Thema für Thema. Wir arbeiten hier eine Art Liste ab, dass du am Ende wirklich hier wieder bei dir ankommen kannst, weil diese Energien können einen auch ganz, ganz schnell mal überfordern. So, schauen wir, was wir hier bekommen. Ja, ja. Das luzide Träumen, das Abschälen von gewissen Schichten, Zwiebelsystem wieder mal, das schmerzvolle Abschälen oder das Abschälen von schmerzvollen Schichten und die dunkle Nacht der Seele. Okay, also wir haben hier quasi die Energien für die Reisegruppe, die es gerade am härtesten trifft, die gerade am Boden ist, die gerade wirklich nicht mehr weiter weiß. Ob diese Situation, ob dieser Zustand jetzt nun schon der Vergangenheit angehört oder der Gegenwart oder ob dies vielleicht noch auf dich zukommt, spielt überhaupt keine Rolle. Wir wissen ja, Zeit und Universum, ne? Aber das ist jetzt hier so ein bisschen eine Hardcore-Geschichte, die sehr, sehr in die Tiefe geht, wo wir wieder dazu gezwungen sind, innerhalb dieser aktuellen Zeitqualität uns loszulösen, uns zu befreien von diesen alten Mustern, von diesen alten Schalen. Vielleicht ist es auch so eine gewisse Form von Karma-Arbeit. Also jetzt für alle, denen es auch so geht, dass sie sich momentan wirklich auf mehreren Ebenen aufhalten können, mehrere Parallelleben gerade irgendwo bewusst durchleben.
Okay, ich meine, klar, ihr Lieben, das ist alles eine Glaubensgeschichte. Ja, die einen glauben daran, die anderen nicht. Vollkommen in Ordnung. Jeder hat da seine Wahrheit darüber. Aber falls jetzt hier diese gewisse Reisegruppe angesprochen ist, die das auch betrifft, in erster Linie als erste Information dazu, bleibt bitte im Vertrauen. Lasst euch nicht gaga machen, okay? Es ist immer ein Auf und Ab. Es ist eine Zeitqualität, so wie jede andere Zeitqualität auch. Und egal, wie scheiße euch es jetzt gerade geht, es wird wieder besser. So oder so, okay? Also vertraut bitte darauf. Bekommen wir noch ein, zwei Kärtchen. Also das ist die absolute Konfrontation gerade in uns selbst mit diesen Themen, mit dieser Traurigkeit. Tief empathische Menschen haben es momentan auch öfter mal mit Nervenzusammenbrüchen zu tun, mit Tränenausbrüchen aus dem Nichts. Also nein, du bist nicht verrückt und du bist nicht gestört, falls du irgendwo gerade beim Einkaufen bist und du kannst es nicht aufhalten, die Tränen fangen auf einmal an zu fließen oder sonst irgendwas, oder du bist gerade auf dem Weg zur Arbeit oder du bist gerade auf dem Weg zu irgendeinem wundervollen Ereignis, einer Hochzeit, einer Taufe oder irgendeiner Feierlichkeit, ja, und du denkst dir nur so, oh mein Gott, was ist los mit mir, was passiert da? Keine Angst. Du bist nicht verkehrt, es ist alles in Ordnung. Hier will nur etwas raus, etwas will ausgeglichen werden, etwas will aufgelöst werden. Etwas möchte sich hier Raum nehmen, um gesehen zu werden, um anerkannt zu werden, um angenommen zu werden. Gib dich hin. Ja, auch wenn man in solchen Situationen sehr gerne mal weglaufen wollen würde, aber nein, wir laufen nicht weg, wir geben uns hin. Okay. Hoppala. Eigentlich reicht das schon, das ist Stoff genug hier, aber wir gucken, ob noch irgendwas mit möchte. Okay, die zwei nehmen wir noch. Ich schiebe das mal ein bisschen auf die Seite. Das Innerste, was hier raus möchte, das Innerste, was an die Oberfläche möchte. Vielleicht geht es dieser Reisegruppe auch so, dass du das Gefühl hast, in der letzten Zeit ein bisschen abgedriftet zu sein. Also abgedriftet ins Funktionieren, in dieses absolut Menschliche, so ein bisschen gefangen in der Matrix oder sowas, ja. Spür dich da mal bitte rein. Wo bist du vielleicht von deinem Weg abgekommen? Wo läuft's gerade nicht? Wo flutscht's nicht? Wo tauchen irgendwelche Blockaden oder Beschränkungen auf? Wo zeigen sich hier und da vielleicht gewisse Verhaltensmuster? Oder, ja, ich sage ja immer gern dazu, wenn man wieder so gefangen ist im Alltag oder in der Funktion, im Funktionieren, dann kommt man ja auch gerne mal wieder so in dieses total unspirituelle, in diesen Schlafmodus rein. Überhaupt kein Ding, ihr Lieben, wir sind Menschen und wir dürfen das, okay? Aber von Zeit zu Zeit gibt es hier halt wieder so ein Wachrütteln, einen Weckruf aus unserem Innen raus, aus dem Universum, aus der geistigen Welt, was auch immer. Und dem dürfen wir wieder folgen, ja, weil die klopfen nicht einfach so an, aus Spaß. Ne? Oh, die Wiedergeburt, die Reinigung, die Klärung, ja, Zeit wieder sich Platz zu schaffen, wirklich dieses, wir haben hier die, ich komme gleich nochmal dazu, wir haben hier noch die große Kraft der Tiere, der Tierbotschaften, die uns diese Weisheit auch übertragen, das heißt auch übersetzt, unsere Urnatur, unsere Instinkte, unsere Triebe, also das, was wirklich, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, unsere Essenz, die sich meldet, die hier anklopft
Okay, manche klopfen nicht an, manche brechen direkt durch die Türe. Ja, kann auch vorkommen. Das ist das, was sich jetzt meldet. Und es geht hier in dieser Zeitqualität absolut um dieses Traumwandeln durch verschiedene Ebenen. Das Abschälen und Loslösen von gewissen Dingen. Ja, von gewissen Menschen, von gewissen Situationen im weltlichen Bereich, was auch immer sich hier zeigt. Vielleicht bist du aktuell mit irgendwelchen Situationen konfrontiert, wo du dir denkst, so, hä? Das haben wir doch schon alles gehabt. Was soll jetzt hier diese Wiederholung? Es ist wie eine Schleife, die du dir anguckst oder wie ein Film, den du betrachtest. Im Fernsehen oder im Kino, wo du dir denkst, das habe ich doch schon gesehen. Vielleicht irgendwelche Formen sogar von Déjà-vus oder dergleichen, wo du einfach sagst, okay, jetzt bin ich an dieser Position wieder oder bin jetzt an einer anderen, an einer höheren Position und ich treffe jetzt für mich die Entscheidung, wie es hierbei weitergeht, ob ich das annehme, ob ich das mitnehme oder ob ich das loslassen kann. Ihr Lieben, und das muss jetzt nicht mal Dinge betreffen, ja, sorry, auch wieder eine Glaubensgeschichte, aber das muss jetzt nicht mal Dinge, Themen, Wunden, Energien betreffen, die dieses Leben hier betreffen. Also dieses Leben in diesem menschlichen Ich. Das kann auch sein, dass das Aufgaben sind, Energien, Themen und Wunden, sonst irgendwas von irgendwelchen Parallelleben, ja, anderen Inkarnationen. Es ist sehr verwirrend, es ist sehr freaky. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt noch mit dabei sind zum Zuschauen zum jetzigen Zeitpunkt, aber jeder, der da gerade durchgeht, auch wenn es nur ganz wenige sind, die wissen, von was ich spreche, bleibt dran, bleibt dran, unbedingt. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich gerade die Tarotkarten mit dazu nehmen, aber nein. Machen wir, nehmen wir. Was zeigt sich? Oh, wollen wir das hören? Oh, jetzt kriege ich aber echt Pippi in die Augen. Okay, nochmal extra Info, extra Botschaft an alle, die jetzt noch dabei sind, aber vielleicht noch nicht so ganz daran glauben oder noch nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Bohre tiefer. Bohre tiefer. Forsche noch mehr nach. Geh noch weiter in die Tiefe. Tauche ein in den größten Mist, egal was sich zeigt. Geh und mach. Ganz klare Aussage. Weil selbst wenn du hier an einem Punkt stehst, wo du dir gerade denkst, so, aber da ist doch gar nichts, geh tiefer. Bam, das kam gerade hier so wie ein Boxer in den Brustkorb. Halleluja. Ja, jetzt weiß ich warum. Ach. Ja. Bekommen wir hierzu noch was? Oh. Sehe klar, erkenne die Dinge an, ob sie dir nun gefallen oder nicht. Das ist jetzt wirklich eine Herausforderung, ihr Lieben, weil die Botschaft ist so, du stehst im Nebel. Du stehst im Nebel und weißt gar nicht, wo welche Richtung ist, wo welcher Weg liegt, ja?
Klar ist hier die Intuition, die zu dir spricht, aber es geht hier in erster Linie jetzt darum, klar zu sehen. Also jetzt nicht irgendwie intuitiv und voller Vertrauen in irgendeine Richtung weiterzugehen, ja, diesmal nicht. Diesmal geht es darum, den Nebel zu durchleuchten. Was ist denn da los? Du stehst im Nebel, ja? Wer die Nebel von Avalon kennt, weiß, was zu tun ist. Du stehst im Nebel und deine Aufgabe ist es hier, den Nebel zu lichten. Mach ihn transparent. Nein, du brauchst gar nicht den Kopf schütteln und jetzt mir erzählen wollen, das geht nicht, das funktioniert nicht, das kannst du nicht. Doch, weil derjenige, der hier drin ist, der hat die Macht dazu, der hat die Gabe, diesen Nebel zu durchleuchten, diesen Nebel transparent zu machen. Okay? Ganz klar. Und wenn du weißt, dass du hier dazugehörst zu dieser Reisegruppe und immer noch bäh, 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 ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann komme ich vorbei, ne? Dann gibt es Ärger. Vertraue. Gewisse Menschen haben zu verschiedenen Zeiten gewisse Aufgaben. Kann man von diesen Aufgaben weglaufen? Nope. Nope. Sieh das, was ist. Tauche tief, bohre tief, tauche noch tiefer, durchleuchte den Nebel. Nein, es ist vom Sprachgebrauch falsch ausgedrückt. Nebel durchleuchten, das ist es nicht. Mach ihn transparent. Wenn du fertig bist, existiert dieser Nebel nicht mehr und du siehst alles klar und du siehst alles gleichzeitig. Bewege dich, bewege etwas, bewege die Welt, bewege alles. Unsere Mächte sind gefragt, unsere Gaben sind gefragt, unsere Talente sind gefragt, egal auf welcher Ebene. Jeder ist auf eine andere Art und Weise gerade angesprochen und dazu aufgefordert, etwas zu tun, das für sich Bestimmte zu tun. Ja? Jeder hat eine andere Aufgabe. Ob jetzt nun, ihr Lieben, und das hat jetzt nichts hier mit spirituell hin oder her zu tun, ob das jetzt im spirituellen Bereich ist oder im weltlichen Bereich, ja, wenn es deine Berufung ist, zum Beispiel Bäume zu pflanzen, direkt draußen in Mutter Natur verbunden mit der Erde, die absolute Erdung, dann geh und tu dies, wenn du es in dir weißt. Wenn du jetzt dazu bestimmt bist, deine Heilkräfte zu nutzen, in Bezug auf irgendwas oder bezüglich irgendwem, dann geh und tu dies. Jeder ist gerade aufgefordert, sein Ding zu machen, seiner Berufung zu folgen. Und zwar nicht die, wo man vielleicht meint, das könnte es sein, sondern nein, das, was in dir verankert ist, das, was aus deiner Essenz spricht. Deswegen bohre tiefer und tiefer und tiefer und sehe und erkenne alles klar, damit du weißt, wo es weitergeht. Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, auch an dem Punkt des vollsten Vertrauens und der Demut, dann sauge alles auf. Wie ein Schwamm. Um es dann wieder transformiert weiterzugeben, was auch immer du aufsaugst, was auch immer transformiert wird und weitergegeben wird. Das ist vollkommen egal, es spielt keine Rolle. Selbst wenn du jetzt, keine Ahnung,
stell dir vor, du bist Lehrer und du gehst jeden Tag in die Schule und vermittelst deinen Schülern dieses oder jenes Wissen nach irgendeinem Lehrplan oder nach irgendeiner Struktur. Ich habe keine Ahnung, ihr Lieben, ich bin keine Lehrerin, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Und dann auf einmal verändert sich aber etwas in dir. Irgendetwas transformiert oder du bekommst auf einmal irgendwelche komischen Informationen und Botschaften und du weißt, das musst du an deine Schüler übertragen. Es ist deine heilige Pflicht. Und das tust du dann auch. Vielleicht verwendest du den aktuellen Stoff in der Schule dazu. Ich meine, es geht nicht um die Worte, die du vermittelst, sondern es geht um die Energien, die du transportierst. Und das ist deine Aufgabe gerade. Egal auf welcher Ebene. Komplett egal auf welcher Ebene. Okay, meine Lieben. Ja, ich habe verstanden. Ich soll hier einen Stopp machen, weil das erstmal wirken muss. Krass, das ist jetzt eine weitere Karte unterm Deck hier. Be silent. Schweig still. Das habe ich jetzt gerade gesehen, nachdem ich gesagt habe, ich muss hier einen Stopp einlegen. Ich möchte hier noch eine Orakelkarte dazu nehmen zum Abschluss. Wow. Holen wir uns hier noch eine Seelenbotschaft ab. Wir erinnern uns an diese Karte, an diesen wundervollen Löwen. Die 19. Erwecke den Löwen. Löwe-Energie. Ich wollte gerade sagen, ich pinne euch im ersten Kommentar wieder die Kraft hier Botschaft an, aber meine Lieblingskraft hier Seite, die ist irgendwie seit Monaten geschlossen, keine Ahnung warum, die lädt sich nicht mehr, die ist nicht mehr zu erreichen. Jetzt muss ich erstmal mir was anderes suchen. Gut, egal, für den Moment. Dann haben wir noch unterm Deck die 4. Great and full. Ich muss die kurz noch mit dazu nehmen, die da drunter ist, die 30. Shining through. Also, scheine durch, leuchte durch. Es, wie hier mit dem Nebel, mach den Nebel transparent. Ja, du bist so Licht. Du strahlst überall durch. Du machst die Nacht zum Tag. Nicht jetzt so im üblichen Sinne, sondern bam, wenn du hier deine Kraft, deine Talente, deine Gaben nutzt, du bist der volle Kelch. Ich habe ja diese Kraft hier, Karten. Ich gucke jetzt mal kurz, ob wir hier den Löwen drin haben. Einfach nur mal so als kleiner Input. Müsste eigentlich schon dabei sein. Gebt mir einen Moment zum Suchen.
Ja, den Berglöwen haben wir hier schon mal gehabt. Das hier, da ist der Löwe. Kraft, Macht, Stärke, Sonnenenergie, Selbstbewusstsein stärken, Mut für neue Taten, Unabhängigkeit, innerliche Zentriertheit. Meine lieben Schattentänzer, ich glaube, die Aufgabe ist klar und deutlich. Ich würde sagen, let's go. Von Herz zu Herz, eure Jasmin.